Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und neben mir sitzt die Maike Riedel. Genau, jetzt fragen sich bestimmt viele, Maike, wer? Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal ein kleines Video. Und zwar geht es in diesem Video um das Thema Social Media. Die meisten dürften mich jetzt hoffentlich kennen, da ihr auf meinem Kanal seid, aber die Maike eben noch nicht. Und bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Social Media, würde ich jetzt einfach mal dich ganz kurz bitten, sag mal den Leuten, warum bist du heute hier? Warum bin ich heute hier? Also hallo erstmal an alle. Ich bin die Maike Riedel, ich komme aus Chemnitz, bin seit 2 Jahren selbstständig im Bereich Social Media. Ganz kurz, da treffen zwei super Dialekte aufeinander, genau, oder? Genau, oh, wow. Genau, die schönsten Dialekte Deutschlands in einem Video vereint. Wow. Genau, ich habe den Kelvin kennengelernt beim Photoshop-Workshop. Und wir sind natürlich sofort auf das Thema Social Media zu sprechen gekommen und haben daraufhin dann die Seite Social Media für Fotografen spontan gegründet. Wie kann man das so sagen? Du bist halt, man muss dazu sagen, sie ist eine Expertin, sie macht das beruflich, ja, also sehr viel aus dem Unternehmerischen, Business orientiert, ich ja eher so für die Fotografen. Und wir haben gemerkt, dass wir uns die ganze Zeit ausgetauscht haben, nur über Social Media, beim Mittagessen, überall. Und dann haben wir gedacht, ey, lass uns doch das Wissen einfach kombinieren. Lass uns eine Seite machen, Social Media für Fotografen. Die Seite ist auch nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Und auf dieser Seite werden wir halt immer Tipps geben. Also da könnt ihr auch drauf, wenn ihr kein Fotograf seid. Aber da fassen wir halt aktuelle Informationen zusammen. Und wir haben jetzt auch einen Haufen Videos gedreht. Ich glaube, 9 Videos haben wir gedreht. Genau, jede Menge. Die alle nach und nach erscheinen. Genau. Jetzt wollen wir bei diesem Video natürlich auch nochmal so einen kleinen Mehrwert bieten. Und ich habe einfach gesagt, wir fangen jetzt an zu filmen. Ich frage dich jetzt einfach mal so ein paar Dinge. Und zwar, du hast dich jetzt auf Facebook spezialisiert, richtig? Ja, also es ist schon mein Schwerpunkt. Also ich biete zwar Social Media Marketing an, also ich mache auch Filme für YouTube, von der Planung über die bis hin zum fertigen Film. Mhm. Aber so mein Kernschwerpunkt ist schon auf jeden Fall Facebook. Okay, ja. Bei Facebook jetzt... Orientieren uns jetzt mal an demjenigen, der so ein bisschen kommerziell arbeiten will. Also jetzt nicht Hobby, Chatten, Farmville spielen oder irgendwas, sondern jemand will sich vermarkten auf Facebook. Beginnt ja mal die erste Frage. Privates Profil oder Fanseite? Was würdest du empfehlen? Ja, unbedingt eine Fanseite, weil gerade wenn ich im kommerziellen Bereich aktiv bin, wäre ein privates Profil auch durch Facebook eigentlich verboten. Also alles, was gewerblich ist, muss bei Facebook auf einer Seite. Das ist ja der Unterschied. Ne? Privates Profil, sagt ja schon der Name, ist eigentlich privat. Schon, ja. Und eine Seite, alles was kommerziell ist, muss auf eine Seite. Okay, und gibt es noch irgendwelche andere Vorteile, wo du sagst, ach, das ist doch viel schöner bei einer Seite? Genau, oder? Also ein privates Profil, da kann ich maximal 5.000 Freunde haben, danach ist Schluss. Also Freunde? Ja, na gut, 5.000 echte Freunde sind es dann kaum. Danach ist Schluss, danach kommen zwar weiter Freundschaftsanfragen, aber ich kann diese nicht mehr bestätigen. Mhm. Das ist aber auch ein Nachteil, denn du musst immer alles bestätigen. Du musst jeden Einzelnen bestätigen. Auf einer Seite nicht. Auf einer Seite sind sie automatisch, drücken die Leute auf Gefällt mir und folgen dann deinen News automatisch. Ich kann so ein also viele fangen halt über das private Profil an. Das kann ich umwandeln in eine Seite. Also wer jetzt sagt, oh Gott, ich habe jetzt eine private Seite für meine gewerblichen Sachen, der kann das durchaus auch im Nachgang noch umwandeln. Also es bedeutet nicht zwangsläufig, dass man wieder bei Null anfangen muss. Ah, okay. Und man kann dann die 5.000 Freunde auch mitnehmen. Ah, okay, und sogar die noch bestehenden Freundschaftsanfragen kann man auch noch mitnehmen. Okay. Und was würdest du jetzt sagen, wenn jemand eine erfolgreiche Seite führen möchte, aus deiner Sicht jetzt mal, weil du eben auch viel im Unternehmerischen, ich habe auch von Maike Sophie gelernt, ne, weil sie halt auch diese ganzen Quellen hat. Das war der Wahnsinn. Was würdest du sagen, ist wichtig, wenn man jetzt eine Facebook-Seite betreut, zu sagen, das ist das Wichtigste. Schau, dass du Punkt, 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 sag mal so ein paar Dinge einfach. Genau, also das Wichtigste eigentlich sind die Interaktionen, dass die Seite lebt, dass etwas passiert, dass ich, also viele verwechseln meiner Meinung nach Facebook trotzdem noch mit einem Blog oder mit einer Webseite. Wo du einfach überwiegend nur einen Status postest. Wo man zwar raus, also News rausbringt, aber nicht auf dieses Soziale fehlt mir halt bei vielen gewerblichen Seiten. Ne? Okay. Dass man wirklich auf die Leute eingeht, Fragen stellt, mit ihnen kommuniziert, darauf eingeht. Würdest du das sagen, diese Interaktion ist wichtiger, als jetzt eine große Fanbase zu haben? Definitiv, ja.
Also mir ist eine Seite, also man sieht so viele Seiten, die haben zwar 10.000 Fans, aber da passiert nichts, die sind tot. Ne? Und mir ist es viel wichtiger, von mir aus die Seite kleiner halten, nicht unbedingt jeder einzelne Fan ist so wichtig. Wichtig ist, dass die, die da sind, wirklich mitmachen, dass sie aktiv sind, dass sie wirklich zu den Produkten oder zu den Informationen stehen, dass sie einfach Interesse daran zeigen. Mhm. Und dann jedes Mal, wenn jemand interagiert mit meiner Seite, sehen es ja automatisch dann noch mehr Menschen. Ja. Also sind mir die Interaktionen bedeutend wichtiger als die reine Fanzahl. Okay. Und was ich jetzt noch so ein bisschen ergänzen will oder darauf eingehen will, du hast es gerade gesagt, dass man eben kommunizieren soll. Social Media bedeutet ja sozial, ja? Also social. Und was ich auch immer wieder erlebe und sehr schade finde, ist, wenn Menschen auf der Seite genauso schreiben wie im privaten Account. Ne? So, Brötchen holen, gestern zu viel gefeiert und so weiter. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil es sind ja überall Menschen dahinter. Ja? Und in dem Moment, wo es halt eine Seite ist, ist es doch meistens auch schon kommerziell oder man hat vielleicht den Hintergedanken. Und da sollte man immer aufpassen, auch was man postet. Genau. Also die Inhalte gut wählen, sauber schreiben und so weiter. Also sehr bedacht. Auch den Tipp hast du mir mal gegeben, Emotionen reinpacken. Ne? Weil wenn du mit Emotionen schreibst, mit Gefühlen und so weiter, dann kommt natürlich eher Interaktion, wenn man einfach nur postet, keine Ahnung, war beim Bäcker. Ja. Oder hier mal wieder ein Bild. Ja, so, nee. Das ist halt... Man muss schon auch bereit sein, es ist ein soziales Netzwerk, man muss bereit sein, ein Stück weit was von sich preiszugeben. Mhm. Ne? Also wer jetzt ja, super... Anonym sein ist halt schlecht. Anonym ne? sein auf Facebook und dabei gleichzeitig erfolgreich ist schlecht. Außer ich kreiere mir, also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt nichts zu Privates von mir zeigen, dann kann ich das ja auch kreieren, indem ich mir eine Figur erstelle, die ich dann dort verkörpere. Fiktiven Charakter. Ja, genau. Das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Aber ich muss schon Gefühle zeigen, die Leute in mein Leben reinlassen, damit es Erfolg hat. Und auch nochmal ein Tipp an der Stelle, gerade wenn es kommerziell wird, sagen viele, also man nutzt ja dann Facebook nicht nur, um das Facebook zu nutzen, sondern man hat ja einen Sinn und Zweck dahinter, einen Bedarf. Zum Beispiel mehr zu verdienen oder mehr Jobs zu bekommen, seinen Namen zu verbreiten. Und das ist ja, für mich ist es Arbeit. Ja? Mhm. Das ist einfach ein Part der Arbeit, als Fotograf zum Beispiel. Nicht jeder nutzt Social Media, ganz klar, aber wer es halt nutzt, das muss man als Arbeit sehen. Und was ich oft lustig finde, ist, wenn die Leute sagen, sie haben keine Zeit dafür. Ja? Mhm. Das ist ja wie, wenn ihr sagen würdet, ich habe keine Zeit zu arbeiten. Ja? Also wenn man es als Arbeit sieht, ja, wenn man es natürlich nur so halbherzig führt, du hast auch in einem der Videos vorhin gesagt, es ist wichtig, dass man regelmäßig aktiv ist. Ne? Also es bringt nichts mal, hey, eine Woche Gas geben und dann wieder ein paar Monate nichts. Wenn man gerade Zeit hat, dann mal was machen und danach nicht, funktioniert meistens nicht so gut. Also man muss dann wirklich dranbleiben, eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Es ist so viel Arbeit, ist es eigentlich nicht, wenn man sich plant und es vorbereitet. Es gibt auch diese mobilen Apps, die wir haben für unterwegs. Also wenn man sich ein bisschen Kopf macht und sich ein bisschen strategisch daran nähert, dann ist es ich würde sagen, also nur jetzt ohne zu konsumieren, nur um zu posten, wenn man ein bisschen überlegt, das ist eine Viertelstunde pro Tag, würde ich sagen, ist es machbar. Genau. Und gerade wenn viele Fotografen sagen das dann auch, dass sie halt auf Shootings sind oder länger auch mal 2 Tage am Stück unterwegs sind, man kann das alles vorbereiten. Ich arbeite gern zum Beispiel mit Redaktionsplänen, die gehen teilweise 3 bis 6 Monate schon in die Zukunft. Und führe Rubriken ein, regelmäßig wiederkehrende Themen, die kann ich so lange vorbereiten, die merken die Leute nicht mal, wenn ich 14 Tage im Urlaub bin. Mhm. Also das ist problemlos, alles im Vorfeld einstellbar. Also, man findet einen Weg, falls nicht, findet man eine Ausrede. Genau. Gut, das war's, so ein bisschen Smalltalk und ich hoffe, der ein oder andere Tipp war dabei, es hat euch gefallen. Und ansonsten fühlt euch eingeladen, einfach mal auf der Facebook-Seite vorbeizuschauen, Social Media für Fotografen. Das ist alles kostenlos, was dort stattfindet. Ihr könnt einfach nur konsumieren, Feedback geben und vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Ansonsten, Dankeschön, dass du da warst. Ihr seht, lest, hört noch mehr von uns, wie gesagt, auf der besagten Seite. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.